Ladies and Gentlemen, begrüßen Sie den Meister des Boulevard Klatsch und Tratsch, Daniel Veit in der Fightzeit-Revue. Herzlichen Dank. Bisschen wie bei Böhmermann, oder? Du bist der im hässlichen Pulli, der mich immer anmoderiert. Jetzt könntest du, dann, wenn du so als Host so schon angekündigt wirst, könntest du ja uns kurz... Ach so, mit mir hier am Boulevard-Tisch. Jetzt muss ich schauen. Haha, nee, ist schon falsch. Das genau. Bin ich. Nee. Martin Lee, Michael Obermeier und... Christian Schneider unter mir. Hi Fritz. Hallo. Und Christian? Ach, ich bin da unten, unter dir. Genau. Christian, wir sehen das ja hier anders. Nee, ihr seht Frage habe ich auch. Ja, ihr seht das immer anders, aber es gibt nur eine Wahrheit und das ist die gesendet wird. Christian, wo ist denn dein Lenkrad? Was? Eigentlich muss Christian aber der Fahrer bei der Fahrzeit gewinnen. Ach so, ja, richtig. Wir müssten bei dir hinten noch so das Kolosseum und so einblenden, wie du so, oh, jetzt habe ich schon was verraten, scheiße. Egal, zum Thema, wir haben nicht so viel Zeit diese Woche. Ja, zack. Wir haben heute eine, die hat man glaube ich noch gar nicht aufgepasst hier. Woche kompakt. Das heißt. Oh, deswegen hast du keine Zeit. Die zack, aber, zack, zack. Die komplette aber Woche ist geil. Kompakt in einem Woche Kategorie. Kompakt, aber das genug Platz für einen großen Rätselteil. Ja, und das Beste ist, Woche kompakt, Ausgabe April. die packen 4 Wochen in eine Woche und die auch noch in eine Zeitschrift. Diese Teufelsgelle von der Woche kompakt. Also, Themen. Ich habe die Artikel natürlich noch nicht gelesen. Es sind so viele Themen drin. Das wird meine neue Lieblingszeitschrift, glaube ich. Titelthema diesmal. Wer glaubt, ihr ist auf dem Titelblatt? Ihr wisst es, glaube ich, eh schon. Helene Fischer. Falsch. Nee. Ja. Was? Dieser eine Schlagersänger? Oder? Rex Gildo. Der aus der Königsfamilie. Der eben. Nee. Schlagersänger aus der Königsfamilie. Schlagersänger ist nicht ganz richtig, es ist Schmusesänger Semino Rossi und Florian Silbereisen. Entschuldigung, aber wo sind denn das nicht königliche Schlagersänger? Also, nee, ich weiß und nicht. Außerdem, wenn der Flori drauf ist, war Helene Fischer im Prinzip auch richtig. Es ist auch tatsächlich ein Artikel über Helene drin, glaube ich. Ja, siehste. Obwohl. Der ist ja schon in der Vorlage drin. Nee, tatsächlich nicht. Die nehmen die einfach jeden Monat neu. Ich hab ohne es zu wollen... Der manchmal in der Helene drin. Ich habe die Challenge geschafft. Ich habe tatsächlich die Challenge geschafft, ohne es zu wollen. Ich hab die eine Zeitschrift ohne Helene Fischer erwischt. Aber jetzt schauen wir mal, was im Artikel ist. Jedenfalls, Semino Rossi und Florian Silbereisen, wie könnte man da titeln? Es gibt nur einen möglichen Titel. Endkampf. Sind am Ende bleibt keiner stehen. Oder ja, so ähnlich. Oder Achtung. Der Standard ist er seine neue Liebe. Ist er der neue? Nee. Duell der Giganten. Und zwar, beide Stars haben dasselbe Ziel, aber nur einer wird es schaffen. Helene Fischer heiraten. Außerdem mal ein kurzer Roundup, was hier noch alles drin ist. Da haben wir im Schnelldurchlauf. Christine Neubauer, kein Sozialfall. Sie hat eine neue Geldquelle. Fürstin Charlene, das ist die Ex-Vollweib Christine Neubauer. Moment. Die hatten wir auch schon mal. Was ist mit den Chilenen? Ja, das können wir ja dann... Warum sollte die ein Sozialfall sein? Weiß ich nicht, die hat da keine Arbeit mehr. Die macht ja nicht mehr so viel Fernsehen wie früher. Ist die jetzt billig? Die ist halt jetzt kein Vollweib mehr. Kann man sich nach Hause bestellen, jetzt günstig? Hallo, das reißt doch immer zusammen. Ich fand die, glaube ich, mal ganz gut. Da muss ich gleich mal googeln, warte mal. Hallo. Jedenfalls, weiter geht's mit Fürstin Charlene, das ist die von Prinz Albert, die wisst ihr. Partyskandal, nicht nur Albert ist außer sich vor Wut, so mittelgut. Jenny Elvers, nächster Schritt in den Abgrund, die Liebe hat sie wohl blind gemacht. Nee, das ist der Alkohol gewesen. Der Alkohol hat sie blind gemacht. Die hat doch ihren Alkohol überwunden, also hallo, du wirst überhaupt nicht auf dem Laufen. Mette Marit, ihre Ehe liegt in Trümmern, die Vergangenheit hat sie eingeholt. Also, hat sie eigentlich mal irgendwann den Spitznamen Nette Mette gehabt? Weiß ich nicht. Da müssten wir verschenkt gewesen, wenn wir unseren Korrespondenten in Norwegen fragen. Moment. Nein. Ratgeber, das ist super hier, wenn Mette Maritz Ehe in Trümmern liegt. Ratgeber, bei Scheidung Geld sparen. Und Gesundheit. Die besten Tipps gegen Venenschwäche. Das ist erstmal nur die Titelthemen. Außerdem gibt es Ralf Siegel, trauriger Abschied. William und Kate, die Kritik an ihnen nimmt zu. Uli Hoeneß aus dem Knast auf den Bayern-Thron und das Volk schäumt vor Wut nochmal bei Fürstin Charlene. Aus dem Knast auf den Bayern-Thron? Womit fangen wir denn an? Der übliche Weg. Du machst das schon, Daniel. Da vertrauen wir ganz viel. Ich würde sagen, wir fangen an mit Semino Rossi und Silbereisen. Wer ist denn Semino Rossi? Semino Rossi, das ist dieser... Auch so ein Sänger, oder? Argentinischer Schmusesänger. Ich dachte, ich gebe einen Tipp. Starsänger sogar. Semino Rossi. Also. Der ist vor allem der Frontmann von Hairlooming. Das ist richtig, ja. Ich kann das nochmal zeigen. Garantiert 100% Polyester-Moment hier. Da kann man die Füße abtreten. Das ist super, ja.
Ich weiß auch gar nicht, ob das legal ist. So. Also darf bestimmt bestimmt nicht, aus Tieren, die man nicht töten darf, die Haare. Darf auch nicht eingeäschert werden, weil wenn das verbrennt, ist das dann nicht. Das ist eine Sonderbestattung. Ja, oder es werden ehemalige Plattenbauten damit dann gedämmt gegen naja. Also, es ist das Duell dreier Giganten und natürlich, zeitgemäß wie die Woche kompakt ist, wird der dritte Gigant nämlich nicht auf dem Titelblatt erwähnt, denn es ist eine Frau. Vielleicht ist sie auch zu groß. Vanessa Mai, die ist tatsächlich schon, Semino und Florian sind nur, ja, nur Köpfe eigentlich und Vanessa Mai hat immerhin Beine bis zur Erde. Wer ist denn Vanessa Mai? Ich glaube, die ist auch so eine Schlagersängerin. Aber wir werden es mal anfangen. Schlagerküken. Also aufgepasst. Es ist das Duell dreier Giganten. Drei Stars. Ach, deshalb sind die jetzt gegen das Schlachten bei dem Schlagerküken. Bitte was? Ach so, ja. Das ist diese Diskussion mit dem Küken. Das nennt man aber eher Keulen, aber das macht man auch nicht mehr. Also zumindest nicht bei. Was? Kükenkeulen? Bei Geflügel. Man sagt doch nicht Kükenkeulen. Jetzt Ruhe. Hallo. Schreddern. Also drei Stars haben dasselbe Ziel, aber nur einer kann es schaffen. Was meint ihr, ist das Ziel? Was ist, worum geht's? Der Schlagerkönig zu werden. Der Grand Prix des Schlagervolksmusiks international wird ausgerufen. Es ist viel schlimmer. Aufgepasst. Ich denke, du kennst die Geschichten noch nicht. Ja, aber ich hab's beim. Es ist schon in der ersten Zeile. Es ist noch viel schlimmer als der Schlager Grand Prix de Revision, de la Chanson, de la Canzone. Vielleicht bei Putins Geburtstag. Gekämpft wird mit harten Bandagen. Am 7. April ist es soweit. Oh, das war dann schon, oder? Scheiße, das ist ja schon am Donnerstag gewesen. Ja. Dann wisst ihr schon, welcher Gigant gewonnen hat, nämlich dann wird der Echo verliehen. Ach, 7. April. Wenn es der 20. April gewesen wäre, hätte ich es gewusst. Dann hätten sie bei der AfD-Sonderfeier auftreten dürfen. Wir dürfen nicht immer gegen die AfD hetzen, doch, die Armen. Die haben es so schwer. Da hat sich einer in den Kommentaren beschwert, dass er es aber ganz nett beschwert. Ja, aber er kann es nicht mehr. Es tut mir leid. Was kann er nicht mehr? Ich werde sofort aufhören. Mit dem Beschweren? Ich höre ja nicht mehr auf, mich zu beschweren. Egal. Echo verliehen. Wer für diesen Musikpreis nominiert ist, darf sich zu den ganz Großen zählen. Ich bin nicht nominiert. Ich wollte gerade fragen, na Daniel? Zumindest nicht in der Kategorie, vor allem in der Kategorie Schlager, nämlich, also vielleicht nächstes Jahr dann. Vor allem die Kategorie Schlager ist dieses Jahr heiß umkämpft. Schlagerküken Vanessa Mai, übrigens nicht Vanessa Mai, das ist die Geigerin, 23, hast du nicht von gedacht, Michi, ist zum ersten Mal nominiert. Doch die hübsche Brünette weiß, dass es berühmte Mitstreiter gibt. Auch Florian Silbereisen, 34, der mit seiner Schlager-Kombo Club 3 gerade so richtig durchstartet. Möchte den Preis mit nach Hause, in dem Club mit 3B und einer 3. Allein der Bandname hat schon eigentlich ein Echo verdient. Gottes Willen. Der ist bestimmt nur auf die Tastatur blöd draufgekommen. Das heißt, das ist nicht echt. Das hey, jetzt brauchen wir einen Bandname. Er fand die Geschichte so langweilig und ist schon bei eingeschlafen. Martin, du bist total. Das dauert Martin ist weg. Jetzt ist er wieder da. Hat er eine Chance gegen Dieter Bohlens, 62, DSDS-Jury-Kollegin? Achso, die Vanessa Mai hockt bei dem in der Jury, okay. Oder bereut er es schon, dass er der Sängerin immer wieder Auftritte in seinen Shows ermöglicht und sie sogar mit auf die große Feste-Tour nimmt? Was heißt das, wenn die so jung, brünett und in der Jury ist, hat der Dieter Bohlen jetzt schon durchgenudelt oder kommt das erst noch? Weiß ich nicht, das geht nicht. Hallo, was stellst du denn dem Herrn Bohlen? Also der ist doch seit Jahren glücklich mit. Mit wem gerade? Der sieht nicht genau gleich aussieht. Dings. Ich glaube, mit der hier. Mit Franjo. Das, guck das mal, das ist doch genau oder mit das der ja, Schema. Es ist schon sehr, es ist schon sehr sein Schema, ja. Das ist doch kriegen wir ein paar Bohlen-Echsen zusammen. Mit den offiziellen Namen. Hier ist keine. Abdel Farag, richtig. Verona offizieller Feldbusch. Name Nadel, Verona Feldbusch, offizieller Name Verona Pot, Estefania. Und jetzt wird es aber schwierig, weil da musst du dann gucken, du musst dann die Bäcker-Echsen und die Bohlen-Echsen auseinander. Das ist echt nicht so schwierig. Ein paar Bäcker-Echsen wären. Die sind immer so ein bisschen abgeranzter. Hallo, es ist der Barbara Becker. Das wird ja wohl mal sagen dürfen. Ja, ja, das stimmt schon. Sandy Meyer-Wölden. Ich gebe mal einen Tipp, was Bohlen-Echsen noch angeht. Achtung. Teppichlude. Da weiß ich den Namen nicht mal. Naja. Zurück zum Thema. Doch die beiden sind nicht die einzigen, die im letzten Jahr erfolgreich waren. Auch Schlager-Urgestein Wolfgang Petri, 64, und der charismatische argentinische Starsänger Semino Rossi. Moment. Wie so eine Haiflosse immer. mit seinem Erfolgsalbum Amor, nicht verwechseln mit Amore, das sind die Österreicher, stehen auf der Nominiertenliste.
Kaum zu glauben, dass die junge Sängerin gegen so große Namen eine Chance hat. Oder? Oh, jetzt kommt doch Helene Fischer. Hm. Helene Fischer ist keine Konkurrenz, steht hier sogar. ZÜ kriegt extra eine ZÜ, Helene, keine Konkurrenz. Wieso? Weil? Denn die ist sogar für 3 Echos nominiert. Zum Glück, zum Glück müssen sich Vanessa Mai, Florian Silbereisen und Semino Rossi nicht sorgen, denn die Erfolgskünstlerin ist nicht in der Kategorie Schlager nominiert. Hä? Sondern Techno oder was? Also, hä? Was, wenn man nach dem Echo geht, wahrscheinlich bester Heavy Metal, bester kontemporärer Jazz und... Bester Helene Fischer-Song. Beste Helene Fischer des Jahres. Ist das praktisch der Computerspielepreis der Musik? Oh, shots fired. Das Rennen um die Schlagerkrone könnte knapp ausfallen, doch wer auch immer am Ende siegt, Stars sind sie alle jetzt schon. Und für ihre Fans sowieso die größten. Wer glaubt ihr, wer gewinnt? Also ihr da draußen wisst es ja schon, aber wer hat am Donnerstag gewonnen? Wer ist der beste Schlagermensch? Wenn nicht Helene... Aber also der Florian ist ja... Nur der noch durch Helene mehr oder weniger überhaupt noch im Rampenlicht. Und diese Vanessa Mai, also läuft dieses DSDS gerade noch? Oder ja. Ist es wieder aus? Aber dann hat die doch viel mehr Publicity. Und wie ist es bei ja, Echo? Hat die einen Hit? Ruft man da ist an? Denn der, oder? Ist denn der Echo ein Publikumspreis? Der oder Echo ist ein Verkaufszahlenpreis. Deswegen ist ja das, was da gewinnt, grauenhaft. Dann gewinnt Scooter. Ja, aber die sind Schlager. Die sind aber nicht für Schlagerwinde wahrscheinlich. Ja, natürlich. Andererseits waren die inzwischen ist das Schlager. Wer über 10 Jahre Techno macht, der macht inzwischen Schlager. Das stimmt. Vanessa gewinnt. Vanessa gewinnt. Ich sag, weil die haben vor 2 Jahren, waren sie schon nominiert für bestes alternatives oder Alternative Rock Album, haben die Scorpions. Was? Waren nominiert, so. Ja. Ich dachte, auch noch Scooter. Und Revolverheld und so. Das war doch nur eine Nominierung, um zu gucken, ob die noch leben. Wahrscheinlich. Gibt's in Deutschland? Anrufen. Hallo? Die verkaufen die Olympiahalle aber aus. Ja, gibt's in Deutschland eigentlich auch sowas wie das EGOT in USA, was man jetzt so, dass man sagt, Emmy, Grammy, Oscar und Tony, das ist in Deutschland ist dann der Echo, der Bambi. Der Bambi. Echo, Bambi, Goldene Kamera, Deutscher Filmpreis. Die goldene Henne vom MDR und die ist aber auf Platz 1 natürlich. Und die goldene Ananas, die sowieso jeder verdient hat von den ganzen Leuten hier. Was sind die goldenen Ananas? Das ist, wenn du auch so ein Schmähpreis, sehr, sehr, oder? Sehr, sehr schlecht in irgendwas warst. Ja, aber ich weiß nicht genau was. Die Himbeere ist doch schlecht. Die goldene Himbeere sind der schlechtesten Filme, ja. Aber das ist ein internationaler Preis, die goldene Himbeere, oder? Genau. Und die goldene Ananas ist was Deutsches. Die goldene Ananas, das ist nur eine Redensart. Okay. Egal. Ich habe gerade geguckt, hast Daniel. Die Uhr tickt. Also, und, wie geht's weiter? Christine Neubauer. Auch für die Bohlen-Echsen, da ticken die Uhren auch immer ziemlich schnell. Hallo. Ist das so? Ich hätte ehrlich gesagt die Uli Hoeneß-Geschichte interessiert. Ich möchte, die könnte ich auch gerne machen, weil ich habe irgendwie, ich habe aus ein bisschen Respekt vor Jenny Elvers, habe ich keine Lust, deren Geschichte vorzulesen, weil die ist echt... Warum hast du den Respekt vor Jenny Elvers? Ich weiß ich nicht, möchte, ich finde, die hat ihre Leben, ich will auch keine Jenny Elvers-Geschichten, die hat echt schon gern. Ich mag die auch gern. Die ja, dann gerade das da, gerade da haben wir auch so ein schönes Spannungsfeld jetzt hier. Ja, nee, das ist alles... Wir können das doch respektvoll und ernsthaft behandeln. Nein, können wir nicht. Ja, genau. Nee, Martin, du fängst an. Ja, hallo, mach das mal. Jenny kriegt von mir... Zensur. Hallo. Was ist denn hier? Zensur. Jenny kriegt von mir das Freilos. Das kann man ja wohl nochmal sagen. Lügenpresse. Anzeige ist raus, Daniel. Ja. Jetzt könntest du dir einen Anwalt leisten. Ja. Machen wir Uli Hoeneß. Ich weiß nicht, ob das geil ist, aber schauen wir mal. Immerhin lächelt er nett. Außerdem haben wir hier eine Photoshop-Sensation. Achtung, hier ist Uli Hoeneß. Können wir wieder das war noch vor mir. Das kriegt mal hin. Ach so, der ist das. Warte, ich brauche noch ein Blatt Papier zum Abdecken. Warte. Ja. Das ist ja Schleichwerbung hier für meine Webcam. Habe ich irgendwie was verpasst? Wir machen jetzt Gesicht nach. Du musst deinen Bildschirm abdecken und dann das Gesicht nachmachen. Ich habe nichts zum Abdecken. Oder du entscheidest, wer gewinnt. Warte, ich habe doch was zum Abdecken. Moment. Okay, so jetzt. Okay, 3, 2, 1. Ich weiß nicht, wer. Martin ist unscharf. Martins Kamera ist das Beste. Ich mache jetzt mal, das Autofokus ist scheiße. Das mache ich jetzt aus währenddessen mal. Also. Ich gewinne das automatisch, weil ich das geile Doppelkinn habe. Er hat das auch. Das ist rar, ja. Extra wachsen lassen. Ja. Erstmal kurz hier die Photoshop-Sensation. Da hat jemand. Das hat es richtig gut. Das ist übrigens ein Stacheldraht. Wo musste er darüber springen? Und dann ist er die ganze Zeit im Knast geblieben, obwohl er sich nur nach vorne hätte beugen müssen. Wie Helene Fischer ist er 15 Meter groß. Hätte jederzeit ausbrechen können. Aber es hat so ein ehrlicher Typ, der bleibt dann halt da. Ja, genau. Naja. Ich bin. Ja, gut, wurscht. Uli Hoeneß, das würde aber schnell gehen. Aus dem Knast auf den Bayern-Thron. Kurzer Prozess, kurze Haftstrafe und jetzt kommt der Ex-Präsident des FC Bayern schon auf Bewährung frei. Bekommt Uli Hoeneß seinen alten Job zurück?
Für viele war das Urteil im Steuerbetrugsprozess um Uli Hoeneß, 64, zu milde. Angesichts der Millionensumme, die er hinterzogen haben soll, schienen 3,5 Jahre Haft zu wenig zu sein. Tippfehler. Ist das wirklich gerecht? Und nun kommt er noch schneller frei. Nicht mal die Hälfte seiner Strafe musste der Ex-Präsident absitzen. Da fragen sich nicht nur die FC Bayern-Fans, was hat Uli Hoeneß nach seiner Haftentlassung vor? Bisher arbeitete er in der Nachwuchsförderung seines Vereins und hielt nach neuen Talenten Ausschau. Doch reicht dem Schwergewicht des Fußballs das auf Dauer? Das muss man übrigens immer sagen, Uli Hoeneß und Rainer Kallmund immer Fußball-Schwergewicht. Ganz wichtig. Beim Kallmund passt es aber noch besser. Beim Kallmund passt es tatsächlich noch besser. Aber der ist halt nicht mehr so mächtig wie der Hoeneß, wie jetzt schon wieder ist. Der Hoeneß, der kann 3 Jahre im Knast hocken und kommt raus, ist jetzt schon wieder mächtiger als der Kallmund. Waren ja nicht 3 Jahre. Ja, offiziell ja. Schon. Es ist im Gedächtnis der Menschheit waren es mindestens 10 Jahre, wie er weg war. Ne? Oder sehnt er sich zurück nach der Macht, die er früher besaß, als er noch die Geschicke des ganzen Vereins steuerte? Als ein Vereinsmitglied bei einer Mitgliederversammlung den Wunsch äußerte, dass der gefallene Ex-Präsident nach seiner Haft wieder zurück an die Spitze des Vereins kehren solle, gab es viel Zustimmung. Dann geh mal wieder zurück an die Spitze des Vereins. Seid ihr doch selber schuld mit eurer Scheißstimmung. Ja, da war aber jetzt auch Scheißstimmung in den letzten Jahren. Alles ja? Scheiße. Keiner mag den Rummenigge, Guardiola. Eigentlich die Fans wollen den auch schon wieder vom Hof hauen. Warum ist der Scheiß? Gewinnen die nicht ständig? Ja, aber das reicht ja nicht. Das reicht für Bayern nicht. Nee, für Bayern reicht das nicht. Du brauchst einen volksnahen Trainer, der trotzdem alles gewinnt. So wie ein Heinkes. Der muss einen Triple gewinnen und auch noch total greifbar sein und nicht so abgehoben und so wieder Pep. Du kommst als Heilsbringer und gehst als geprügelter Hund aus derselbener Straße nach Manchester City und verdienst dann noch mehr Geld. Sogar Karl Hopfner, das ist immer dieser Bayern-Funktionär, den keiner kennt. So, sogar der. Der schaut ein bisschen aus wie der Adidas-Boss. Der die Positionen von Uli Hoeneß übernommen hat, ist bereit, sie an seinen Vorgänger zurückzugeben. Doch noch weiß niemand, was der Ex-Häftling vorhat. Oh, das ist ein geiler Ex-Häftling. Das ist jetzt das Einzige, was er noch ist. Ja, wenn dann auf einmal im Bayern-Hauptquartier Druckertoner verschwunden ist, dann weiß man gleich, wer es war. Es war immer Uli Hoeneß. Da könnte man eigentlich eine geile Vorabendserie machen, oder? Wo der Täter immer Uli Hoeneß ist. Der Uli war's. Mit Dings, mit, wie heißt der? Orti vor Ort als Ermittler. Wahnsinn. Erst Ende des Jahres stehen die Präsidiumswahlen an. Und Uli Hoeneß hat schon gesagt, dass er erstmal auf einen langen Familienurlaub gehen wird. Es ist gut möglich, dass er noch... Er war doch gerade auf einem langen Urlaub. Was ist denn da los? Ja, von der Familie. Von der Familie. Nicht mit der Familie. Wobei, hätten die da nicht mit reinziehen können? Aber ist das nicht so Mafia-Speaker? Wieso? Der geht es auf einen langen Familienurlaub. Den sehen wir nie wieder. Kann schon sein, aber gerade in Landsberg, da waren die Haftbedingungen doch noch nie so schlimm. Oder wen es gesessen Krokodilen. Ist. Kennst dich da aus, Daniel? Oh mein Gott, meinst du, er kommt da jetzt raus und hat ein Buch geschrieben? Na, vielleicht. Dann wird das Buch aber erst in 80 Jahren wieder erlaubt. Und kommt mit, Möglicherweise will er erst mit seiner Frau und Sohn Florian beratschlagen, denn bei denen hat er eine Menge gut zu machen. Das war's noch nicht, rief der Ex-Präsident bei seiner letzten Rede voller Elan in die Mitgliederrunde. Und sicher ist, dass der Machtmensch Hoeneß noch lange nicht genug hat vom Fußball. Aber es ist auch verständlich, dass er nach all den Erfahrungen nicht wieder in sein altes Leben zurück möchte. Wieso denn nicht? Hä, wieso nicht? Der war doch reich, hatte Macht, hatte... Weil das cool, alte, die Steuerhinterziehung gehörte auch mit zum alten Leben. Hat alles, ja, aber die kann man ja auch... Die war doch super, rechne das mal durch, was der damit Gewinn gemacht hat. Vor allem, vielleicht kann der sich ja jetzt rückwirkend nach dieser ganzen Panama-Nummer rehabilitieren. Da ist, wenn er sagt, ja, die war aber noch Fisch. Hier eben. Ja, aber genau. Ist er da nicht auch noch mal mit extra mit drin? Weiß ich, glaub, man das nicht. Schon? Der, das wäre geil. Im Gefängnis noch irgendwie von dem, von dem, was er irgendwie da an 2,12 Euro am Tag verdient hat, dann dazu. Die Nachricht kommt in dem Moment, wo er seine Sachen zurückkriegt. Wo er das 80er-Jahre-Handy zurückkriegt, das Große. Hallo? Ja, der ist gut. Taschen zu dünn. Uli Gecko. Er kann es nicht lassen. Uli Hoeneß hat in seiner Haftzeit 3,80 Mark hinterzogen. Weil er auf Bewährung war, 15 Jahre zurück nach Landsberg. Denn das hat ihn erst zu den Wettgeschäften und Steuerbetrügereien gebracht. Das alte Leben, oder wie? Wenn er also klug ist, sucht er sich eine neue Aufgabe für einen echten Neuanfang. Was würdet ihr sagen? Würdet ihr den als Bayern-Präsident wieder, oder wie wird das Volk reagieren, wenn der sich wieder aufstellen lässt und dann wieder gewählt wird? Das machen die bestimmt. Stimmt. Ich glaube schon, dass die Bayern das durchwinken würden. Wäre das schlimm? Ja. Ist das moralisch schlimm? Keine Ahnung, ich finde das alles nicht so gut, weil ich heute gerade einen Artikel auf der Süddeutschen oder auf Zeit Online gelesen. Da ging es gerade um diese Panama-Leaks halt. Da ging es speziell um Fußball, irgendwie ein Kommentar oder eine Kolumne, wo jemand schrieb, warum man sich jetzt bei Messi und irgendeinem anderen Hansel jetzt nicht so aufregen würde wie damals beim Hoeneß.
Und dann habe ich aber auch gleich gedacht, das war auch so ein bisschen der Tenor in den Kommentaren darunter, dass der Hoeneß aber auch so jahrelang immer so als Moralapostel, also wirklich so von so einer hohen Warte aufgetreten ist, das und stimmt, wie man sich jetzt so verhalten habe und so als Saubermann. Das war so ein bisschen sein Image auch, was er auch vor sich hergetragen hat tatsächlich. Und wenn du dann mit so einem Scheiß erwischt wirst, ist es halt irgendwie nochmal schwerwiegender, weil es ja auch dann deine ganzen Aussagen und wie du das gemeint hast, ja in Frage stellt. Nicht der nur. Kontrast, auch der eine ist der Saubermann und der andere der Messi. Nee, und deswegen fände ich es eigentlich, fände ich es ganz gut, wenn man das halt auch moralisch ein bisschen sanktionieren würde, was aber nicht stattfinden würde. Aber wird das beim Messi oder so, werden da irgendwie Leute sagen, der oder so, der Arsch? Nee, eben nicht. Nö. Erstmal, bei uns ist es so weit weg. Das hat der Messi ja irgendwo, also jetzt in Deutschland zumindest, wird das nicht so thematisiert, weil der hat gesagt, der irgendwo nicht so greifbar ist, und sondern nur als Fußballer wahrgenommen wird. Wie gesagt, der Hoeneß ja auch an anderen Rollen wahrgenommen wurde in Deutschland. Das spielt immer eine Rolle dann. Also das, aber wenn jetzt der Messi war jetzt auch nicht so doll, so wahnsinnig präsent bei dieser ganzen Panama-Geschichte. Nee, weil es natürlich wichtige Leute hat sich natürlich viel mehr auf die politischen Leute bezogen, weil das ja immer die Leute waren, die, ja, hier, Steuerflucht, Ministerpräsident zum Beispiel. Das ist peinlich, also als regierendes, als Regierungsoberhaupt sowas. Ja. Der Stand heute auch nicht zurücktreten wollte, aber... Darf ich aus reinem Serviceinteresse nachfragen, ob wir noch schnell die Geldspartipps bei der Scheidung durchnehmen können, weil ich habe nämlich jetzt gerade in meiner News-Sendung Leute verheiratet und möglicherweise hebt es nicht so lang. Dann müssten wir aber eigentlich, wenn es noch... Hast du dir auch direkt getraut? Hast du, ja. Standest du da? Ja, ich kann das schon mal... Das ist, glaube ich, für, wenn sie sterben. Ich kann das schon mal durch. Ich meine, vielleicht hilft es ja. Ja, ja, mein Gott. Wir haben aber nur noch Zeit für einen Beitrag. Jetzt können wir abstimmen. Entweder was? Günstige Scheidung oder wie. Ja, mach hin, schnell. Günstige, wir beeilen uns. Zack, okay, zack, zack. Ihr Ratgeber, alles, was ihr Leben leichter macht. Scheidung. Ärger und Gebühren sparen. Günstige Scheidung dank Mediation. Trennungen können teuer werden, besonders wenn man vor Gericht über Geld- und Wertgegenstände streitet. Da ist es besser, sich mit einem Familien- und Scheidungsmediator zusammenzusetzen, der mitunter sogar Ehen kittet. Wie ihr arbeitet, was das kostet und warum letztlich alle davon profitieren. Gibt es nicht mal mehr einen Punkt am Ende von dem Satz. Es klingt jetzt ein bisschen fad, ehrlich gesagt. Aber ja, dann lieber das andere. Ich hätte gedacht, dass da jemand erschossen wird. Ich wollte gerade sagen, der beste Tipp wäre doch dann... Aber hier kann ich nochmal kurz zeigen. Hier, häufig lassen sich Psychologen, Sozialpädagogen und Juristen zur Mediatorin bzw. zum Mediator ausbilden. Und hier haben wir eine typische Mediatorin. Ja, die hat gerade ihren Abschluss gemacht. Die freut sich voll. Die würde ich aber auch engagieren, wenn ich mich gerade von meiner Frau trennen will. Mhm. Das haben wir auf Band. Also eine Story noch. Die Wahl fällt zwischen Christine Neubauer, sie wird kein Sozialfall. William und Kate, die Kritik an ihnen nimmt zu. Und Fürstin Charlène, das Volk schäumt vor Wut. Christine Neubauer. Ich wäre auch immer noch, ich wäre immer noch für die, wie hieß die? Jenny Elvers? Nein, Jenny Elvers hat hiermit. Was ist denn da los? Nee, mag ich nicht. Ich finde die gut. Die hat schon genug mitgemacht, die braucht nicht irgendwas, unsere Häme auch noch. Ich bin total gespannt, wie es bei Christine Neubauer weitergeht, weil wir die Vorgeschichte schon kennen mit dem Chilenen und ihre neue Liebe und alles toll. Aber bei Fürstin Charlène, das Volk schäumt vor Wut, das klingt erstmal interessanter. Ich kann Neubauer ja mal kurz prüfen, weswegen das Volk schäumt, ob das eine gute Geschichte ist. Das ist ganz weit hinten im Heft. Also es ist da, wenn man schon den Anfang vom Heft vergessen hat wieder, dann... Eigentlich, damit wir alle... Also es ist dieselbe Geschichte wie am Anfang vom Heft. Aus vielleicht in den nächsten Freizeit-Revue-Folgen machen sollten, damit wir alle ungefähr das gleiche Webcam-Bild bieten. Wir müssen das unseres so nach oben machen. Oder wir sind es auch die ganze Zeit so, damit wir wenigstens alle gleich aussehen. Ach so, weil ich immer so... Ja? Mir wurde auch geraten, ich sollte mal meine Stirn pudern, aber gut. In unser Gebetsbuch schauen. Also bei Charlène von Monaco, da geht es um eine Party, die gefeiert wurde. Nee, und das Volk darf sich eine Fürstin so benehmen. Sie trug ein wildes Cowgirl-Kostüm, davon gibt es aber kein Bild. Das ist also Christine, ist egal, ohne Bild ist albern. Genau, wir wollen ja sie doch Kugeln, sollen sie doch Kugeln essen. Christine Neubauer, was glaubt ihr, warum die kein Sozialfall wird? Weil sie zu viel Geld dafür hat. Nein. Tipp Nummer 1. Sie verdient auch jetzt noch Geld, das mal so als Tipp. Ja, weil deshalb. Sie einen neuen Job hat. Oh, sie vercheckt so eine Beauty-Line oder sowas und da kommt Kohle rein. Oh, nee. Oder sie macht so ein Abnehmprogramm. Das machen jetzt irgendwie alle. Diese ganzen Leute. Nee, komisch. So, die Detlef, die Soest und so, gell? Ja, genau. Und der Kretschmer von der Handballer. Nee, ganz anders. Christine Neubauer verkauft jetzt selbst gemalte Bilder. Oh, nee. TV-Rollen bekommt die Schauspielerin kaum noch, aber dafür klappt es mit eigenen Bildern. Kannst du die mal kurz zeigen? Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau. Die ist ja ein bisschen so ein Chamäleon. Die sieht aus wie alle anderen Frauen, oder wie?
Halt mal die Bilder. Mit neuem Selbstbewusstsein sieht Christine Neubauer. Zeig auch mal andere Bilder, man. Dann kennen wir die. Die ist das einzige. Die hat in jedem ZDF-Fernsehfilm der Nullerjahre mitgespielt. Rosamunde Pilcher. Habe ich dummerweise alle verpasst. Eine Liebe unter Palmen war's. Voll gut. Mit Christian Kohlund. Das wäre mal. Ich wollte gerade sagen, wenn Christian Kohlund jemanden im Arm hat, dann ist es im Zweifel Christine Neubauer. Oder Christine Plate, aber die hat Ärger mit Olli Geißner, weil das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählen. Wir können ja mal eine Hausaufgabe. Wer findet raus, in wie vielen Filmen Christine Neubauer zusammen mit Christian Kohlund gespielt hat? Euer Tipp, also ich sage über 15. 27. 6. Ich weiß nicht, wer die Leute sind. Ah, dann gib doch einen Tipp ab. 7. Okay. Nur damit es ganz nah bei dran ist. 3,99 Mark. Wollen wir die Geschichte hören? So Bilder? Ja, natürlich. Okay. Mehr als 300 neugierige und kunstinteressierte Gäste kamen zu Christine Neubauers 53 Vernissage ins Münchner Hotel 4 Jahreszeiten. Tolles Hotel übrigens. Seit neuestem kann man dort nämlich die farbenfrohen Malereien der Künstlerin bestaunen. Mit ihrem Lebensgefährten, dem chilenischen Fotografen José Campos, 49, entdeckte sie ihre Liebe zur Malerei wieder. Ich habe mich schon immer für die bildende Kunst interessiert und seit ich ein Kind war, habe ich gezeichnet. Sie nahm sogar Malunterricht, Zwischenüberschrift. Schon einmal zeigte die Schauspielerin ihre Bilder. Auf Mallorca konnten sich Kunstinteressierte ihre Werke anschauen. Die Resonanz? Bescheiden. Kaufen wollte niemand die Bilder. Oh, das ist ja hart, sogar für so ein Magazin. Also wenn sowas in so einer Zeitung auftaucht, holla. Wo du eigentlich, wie scheiße muss das gewesen sein? Wo du im Online-Shop wahrscheinlich für 1.000 die ganzen Bilder verchecken könntest, sonst würde auch gekauft werden. Aber gut, könnten wir eigentlich mal, sollen wir die mal anschreiben? Ja, achso, ich dachte, wir meinen Bilder. Also ich bin der Meinung, Martins Kulisse hier könnte mit Christine Neubauer Kunst ganz schön aufgepimpt werden. Martin hat also so konkrete Kunst. Das schwarze Bild da hinten ist doch hier schön. Das ist auch ein Christine Neubauer Werk. Doch, wenn es Nacht. Doch statt beleidigt die Pinsel aus der Hand zu legen, wollte Christine Neubauer ihr Talent beweisen. Da sie mangels Aufträgen sowieso viel Zeit hatte, hat sie sich, Zitat, die reimen das jetzt aber voll rein, ne? Ja, ja. So. Mit Farben, Pinseln und Leinwänden eingedeckt und einfach drauf losgelegt. Damit es nicht wieder ein Desaster gibt. Oh, wie fies, ey! Wo ist Martin jetzt? Mein Gott, die Frau liegt doch schon am Boden. Martin übrigens auch. Martin simuliert mal eben kurz, wie sie sich fühlt. Oh Gott, nein! Kommst du wieder ins Bild oder was machst du? Ja, doch, passt schon. Ich habe nur gerade mit meinem Kopfhörer versucht, das Kabel, weil es so ein bisschen kurz ist. Mach ruhig weiter, ich bin doch da. Damit es nicht wieder ein Desaster gibt, brachte ihr der Künstler Andreas Lezian, 57, sogar ein paar professionelle Maltechniken bei. Eine Sonne, ein Haus. Immer die Farben auf die markierten und die Füße von einem Elefanten. Ich habe gelernt, wie man eine Mickey Maus malt. Das ist dann total einfach, wenn man das mal einmal raus. Verrat ihr das, verrat es jetzt nicht, verrat es nicht. Das nimmt, die sieht die Sendung, die nimmt es und verkauft es. Kannst du bis zum Ende dieser Sendung, und die dauert nicht mehr lange, uns noch eine Mickey Maus malen, Martin? Wenn du es schon kannst. Nee, ich habe das ja wieder verlernt. Das verlernt man auch total schnell. Ja, ich habe mir so ein YouTube-Video angeguckt und weißt du genau, mit den Augen, wo die hinkommen und wie groß und weißt, wo kommt so ein Halbkreis rein und dann malst du nach, das geht total gut, aber das habe ich jetzt ja wieder verlernt. Lass mich ganz kurz fragen, hast du das auch bei dem, wie hieß der, Bob Ross oder wie der hieß, dieser Maler? Konntest du das dann auch und hast du es am Ende der Folge dann verloren? Vergessen, wie das ging? Wie hieß der? Wie hieß denn der? Bob Ross. Tiny oder? Little Happy Little Accident. Ich habe meine Facharbeit geschrieben. Und Bilder gemalt und du hast ihn uns noch nie gezeigt. Ah, super. Ja. Immerhin schon 15 von 60 Bildern, jetzt kriege ich hier gerade die Meldung, dass wir nicht mehr viel Zeit haben. 15 von 60 Bildern hat die Schauspielerin schon verkauft und hofft, dass ihr Stil jetzt besser ankommt. Sie hat keine andere Chance, denn ihr Einkommen als Schauspielerin sinkt seit Jahren. Mein Gott, was ist da los? Die fahren eine Kampagne gegen die. Ja. Vor allem zwischen 500 und 5000 Euro verlangt Christine Neubauer für ihre Bilder. Kunstkenner sind sich zwar einig, sie kann besser schauspielern als malen. Doch für ein kleines Zusatzeinkommen reicht es allemal. Das heißt, die hat jetzt aber auch noch nichts verkauft. Ah ne, 15 von 60 Bildern. Ja, okay. Jetzt zeig doch mal ein paar Bilder. Es gibt zwei Bilder hier. Das ist einmal hier. Ein Selbstporträt? Das ist, weiß ich nicht. Und das hier ist. Aber ganz unterschiedliche Stile auch. Amy Winehouse. Ne? Ja, die kann halt alles jetzt inzwischen. Die hat ja auch Unterricht gehabt. Genau, Rezepte diesmal.
Spardiät, 3 Pfund in 3 Tagen, süße Schwedenhappen, Hauptsache Spargel oder Möhrenkuskus mit Kichererbsen. Möhrenkuskus mit Kichererbsen, voll lecker. Ist das so? Die Rätsel haben jetzt gar nicht vorgelesen. Kuskus ist fast immer super. Passt auch gut mit Möhren zusammen. Mit genau, zeige ich euch mal, könnt ihr dann nachkochen hier. So, dann. Ja, okay. Dankeschön fürs Zusehen und bis zur nächsten Woche in der Freizeitrevue. Tschüss. Ciao.